Glück gehabt, ich habe einen KitKat. Schau mal, ich habe mehrere KitKats. Und ich habe einen ganzen Turm aus diesen Schokoriegeln. Yes! Du meine Güte. Ist ja cool. Freut mich zwar für dich, aber mich wird auch ein Riegel glücklich machen. Das Papier brauche ich nicht. Hey, ich sitze hier, pass doch auf. Sorry, ich habe aber einen Mordshunger. Schon mal was von Tischmanieren gehört? Du krümelst mich voll. Ach komm schon, hab dich nicht so. Wenn ihr wüsstet, wie lecker das ist. Okay, jetzt komme ich dran. Aber ich weiß, wie man sich zu benehmen hat. What? Weg mit dem Verpackungspapier. Ich habe sogar Messer und Gabel. Was für ein blödes Messer. Menno. Wer braucht schon solches Besteck? Ich schaff das auch ohne. In 0, nichts. Gleich seht ihr es. Oh, die schmecken so gut. Vor allem die Waffeln. Hey, you. Jetzt übertreib's mal nicht. Wie siehst du denn aus? Ich mach das doch ordentlich. Wisst ihr was? Ich weiß schon, wie ich meine Riegel angehen werde. Was? Wo will sie denn hin? Ich hol mir eine Leiter. Yeah! Ich fange nämlich von ganz oben an. Das Verpackungspapier brauche ich nicht. What? Und noch ein Riegel. Weg mit dem Papier. Hey, müll uns doch nicht zu. Lecker. Ich krieg gar nicht genug davon. Ich hab die Nase voll davon. Oh, ist das lecker. Hey, wo ist mein Turm hin? Was ist passiert? Wer steckt dahinter? Oh, wie konntet ihr nur? Wir hatten bloß Hunger. Hurra, es gibt Chips. Aber irgendwas stimmt hier nicht. What? Wieso sind alle Packungen gleich groß? Hm, seltsam. Ich mach meine Packung einfach mal auf. Hä? Wieso ist da nichts drin? Wo sind meine Chips? Aha, alles klar. Jetzt weiß ich, wer am wenigsten bekommen hat. Ist mir egal. Ich bin mir sicher, dass mein Stück am besten schmecken wird. Genau so ist es. Das beste Chipstück auf der Welt. Jetzt komme ich aber dran. Wetten, ich habe mehr als du? Oh. Seltsam. Wo bleiben meine Chips? Hä? Ach so, die liegen ja schon bereit. Na dann mal los. Oh je, ich muss niesen. Ach, doch nicht. Oh Mann, das gesamte Gesicht ist voller Krümel. Das ist kein Problem, meine Chips sind weg. Was soll ich jetzt machen? Nein, 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 denk gar nicht erst daran. Die gehören mir. Was für ein gigantischer Turm. Der reicht bis zur Decke. Der Hammer. Genau. Jetzt aber ran ans Zeug. Oh mein Gott! Die ist ja schnell. Ja, das habe ich drauf. Oh no. Ich bin auch hungrig. Ich habe einen Plan. Yes. Yeah. Wie wäre es mit etwas Cola? Schön durchschütteln. Yeah. Hey, hast du Durst? Natürlich. Prank hat funktioniert. Wie lustig. Gar nicht. Da gibt's nichts zum Lachen. Oh nein. Bloß keine Chili. Du hast eine Schote. Ich habe viel mehr. Schaut euch meine Portion an. Pech gehabt. Na gut, dann fange ich mal an. Ich muss das schaffen.
Mal sehen. Gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Noch ist das auszuhalten. Ich bin fertig. Oh nein, mein Mund brennt. Oh no! Hilfe! Wir müssen was unternehmen. Wasser. Ich habe dein Feuer gelöscht. Vielen Dank, Monika. Oh, das war heiß. Judy, jetzt bist du dran. Jetzt schon? Here we go! Ich will zwar nicht wirklich, aber ich muss mich zusammenreißen. Bist du sicher, dass du das so schnell machen willst? Verbrennt doch gleich. Sie ist fast fertig. Mädels, mir ist nicht gut. Hilfe! Diesmal brauchen wir aber einen Feuerlöscher. Mach weiter so. So viel Schaum. Er hat mich gerettet, danke. Geschafft. Monika, jetzt bist du aber dran. Na, vielen Dank. Na los. Ich muss das schaffen. What? Monika. Du drehst ja durch. Ich muss. Oh je. Du bist ja richtig cool. Du hebst doch gleich ab. Tatsächlich. Passt auf. 3, 2, 1, fire. Oh nein. Sie fliegt ins All. Was? Unglaublich, schau mal. Die landet ja bald auf dem Mond. Hilfe! Je, Zitronen. Ich hasse alles Saure. Ich auch. Und ich habe am meisten. Oh mein Gott! Oh no! Was für ein Turm. Okay. Da habe ich ja noch Glück gehabt. Ich muss das so schnell wie möglich hinter mich bringen. Ich hab Saft im Auge. Hilfe! Ups. Das heißt, dass du mich gerade nicht siehst. Das tut weh. Oh. Judy, vielen Dank. Jetzt bist du aber dran. Okay, ich werde Hilfe gebrauchen. Bloß nicht das. Eine Panik. Ich will doch nur die Zitrone in Stücke schneiden. Das macht die Sache einfacher. Na gut. Wieso musste ich gerade diese Zitronen bekommen? Ist die sauer? Das verstehe ich. Fürchterlich. Du Arme. Mein Auge versteht dich auch. Hier hast du ein Taschentuch. Das wirst du gebrauchen. Ah, vielen Dank. Monika, was sitzt du rum? Du bist dran. Ich dachte schon, dass mich alle vergessen haben. Ich brauche eine Saftpresse. Wofür das denn? Ich hoffe, dass ich den Saft schneller schaffe als die ganzen Zitronen. Ist ja interessant. Probieren wir mal. Das ist... wunderbar. Will sonst noch jemand Limonade? Ist nicht teuer.
Ja, wir wollen. Gebt mir eure Gläser. Die Limo sollte euch gefallen. Geht. Was hast du uns verkauft? Na, warte. Was macht ihr? Jetzt bin ich nass. Selber schuld. Genau. Meine Packung ist fast leer. Meine ist ganz. Ich mag Pommes. Ich auch. Vor allem, wenn es so viel gibt. Oha, wie cool. Genau. Viel besser als nur ein Stück. Ich hoffe, dass es wenigstens schmeckt. Schmeckt total. Aber viel zu wenig. Ich will mehr. Monika hat ja noch was. Kannst du vergessen, das sind meine Pommes. Du bist voll geizig. Ich will mehr. Okay, here we go. Susie, gib uns was von deinen Pommes. Hey. Nein, sicher nicht. Wow. Ihr hattet recht. Pommes sind der Hammer. Es wird Zeit, dass wir ihr eine Lektion erteilen. Ich tue so, als wäre das Ketchup. Susie, bitte sehr. Oh, vielen Dank. Das wird lecker. Oh je. Mir ist nicht gut. Unser Prank hat funktioniert. Sie hat die Pommes verbrannt. Oh no. Jetzt kriegt keiner von uns etwas. Hat doch Spaß gemacht. Ich glaube, wir kriegen Essen. No. Oh nein, bloß keine Chili. Das wird sicher feurig. Eindeutig. Dann fangen wir mal an. Eine Schote und ganz viel Spaghetti. Ich hoffe, das wird nicht schlecht. Oh mein Gott. Oh je, mir wird schlecht. Jetzt kann ich den Rest essen. Wenn Mary das geschafft hat, muss ich es sicher auch schaffen. Andy, was bist du so tollpatschig? Alles wegen der Chili. Meine Nerven spielen verrückt. Was wird dann wohl mit mir passieren? Okay, je schneller ich anfange, desto schneller bin ich fertig. Das brennt! Gut, dass ich stets einen Feuerlöscher mit habe. Na also, das Feuer ist gelöscht. Danke, Andy. Und jetzt Schaumparty feiern? Ich hab schon wieder nichts. Wart's ab. Wow. What? Mary, wieso kriege ich bloß einen Donut? Mhm. Huh? Weil ich die 100 Stück bekommen habe. Das ist nicht fair. Hier ist doch fast nichts da. Das habe ich ihn nur aufgegessen. Und fertig bist du mit der Runde. Jetzt ist Jess an der Reihe. Was machst du? Ich überlege mir, mit welchem Donut ich beginnen soll. Oh, ich habe mir in den Finger gebissen. Oh. Hättest langsamer essen müssen. Und jetzt bin ich an der Reihe. Mit den Dingern lässt es sich gut jonglieren. Ich probiere mal. Pass auf, Mary. Sei doch vorsichtiger. Schau, was du angerichtet hast. Sorry.
Was sollen wir mit dem Luftballon anfangen? Wow, da sind Chupa Chups drin. Mhm. Wow. Klasse. Yeah. Hey, voll lecker. Ah, 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 meine Zähne. Ich will auch einen Lutscher. Gib den Stiel mal her. Gleich mehrere. Voila. Das müsste es um einiges bequemer machen. Oh, so viele verschiedene Geschmäcker. Und jetzt ich. Wow. Oh, wow, du hast am meisten bekommen. Eine ganze Schüssel. Mhm. Darin kann ich schwimmen gehen. Oh, gute Idee. Kommt, wir wünschen uns was Leckeres. Es hat geklappt. Schokolade. Hm, Glück gehabt. Ich kann nicht genug davon bekommen. Oh, ich habe so viel Schokolade. Mhm. Ich weiß auch schon, was ich daraus machen will. Das kommt in die Mikrowelle. Muss fertig sein. Aha! Eine ganze Schüssel heißer Schokolade. Hier fehlt nur noch ein Strohhalm. Einfach himmlisch. Und mit harter Schokolade erst. Ist ja cool. So, ich bin satt. Schaut euch das mal an. Das sind 100 Schokotafeln. Ein wahrer Schatz. Daraus will ich einen Turm bauen. Na los, los, los. Sieht beeindruckend aus. Yeah. Einverstanden. Zeit, das zu essen. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich dir helfe, oder? Mary, du hast alles kaputt gemacht. Ah. Wobei, wie auch immer. Hauptsache, es schmeckt. Ich frage mich, was passiert, wenn ich auf diesen Knopf hier drücke. Yeah! Cola, klasse! Ich kann sie nicht öffnen. Oh nein, jetzt ist das Ding auch noch kaputt gegangen. Und wenn ich eine Bohrmaschine benutze? Wieso fließt die Cola immer noch nicht? Hm. Oh nein, jetzt bin ich von Kopf bis Fuß nass. Jetzt bin ich an der Reihe. Oh, wow, so viele Dosen. Ich werde sicher einen Strohhalm brauchen. Oh. Geniale Erfindung, bravo. Genau, so kann ich gleich aus mehreren Dosen trinken. Ah. Geschafft. Und jetzt komme ich dran. Oh, wow, eine ganze Wand aus Cola. Wow. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Das will ich alles austrinken. Wow, yeah. Noch ein paar Kleinigkeiten und es kann losgehen. Oh. Andy, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Eine Mentos-Packung. Mach dich gefasst. Oh, was ist hier los? Sorry, ich dachte nicht, dass das so enden würde. Pizza, wie klasse. Na, endlich werde ich satt. Aber hier kommt erstmal noch Käse hinzu. Na also. Und jetzt probieren. Lecker Schmecker. Ich habe auch nichts gegen Käse. Ich bin mir sicher, das wird meine Pizza noch besser machen. Da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Das ist tatsächlich voll lecker.
Was für ein Riesenstück Käse. Da stellen wir auf Maximum. Meine Hand fällt gleich ab. Ich schlaf ein. Mary, ich glaube, das ist unsere Chance. Die müssen wir nutzen. Boah, so viel Käse. Das ist einfach fabelhaft. Hey, was ist los? Wo ist meine Pizza hin? Wow, Hot Dogs. Oh Mann, und ich habe nur einen kleinen Hot Dog. Mary hat ja einen ganzen Haufen. Na gut, das ist wohl einfach nicht meine Runde. Ich probiere eben das, was ich habe. Und das schmeckt gut. Ich will es auch probieren. Andy, bist du tollpatschig. Das ist nicht meine Schuld. Diese Würstchen sind so mega glitschig. Ich habe keinen Bock, dass mir meine Würstchen auch aus dem Brötchen flutschen. Wie soll ich das schaffen? Ich brauche ein größeres Brötchen. Viel bequemer. Und nichts fällt raus. So, das letzte Stückchen. Bravo, was für ein Appetit. Nur ein Marshmallow? Wie wenig. Hinter meinem Marshmallow-Berg kann man sich verstecken. Ich habe so ziemlich die goldene Mitte. Das eine Stück ist doch ratzfatz geschafft. Jetzt zieh doch nicht so ein Gesicht. Mann, oh Mann. Ist okay, ich bin in Ordnung. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ihr bringt mich sicher nicht aus dem Gleichgewicht. Emma, was machst du? Ich probiere eine neue Technik aus. So weit gefällt sie mir. Und jetzt Susie. Ich bin bereit. Du siehst aus wie Wolverine. Ich krieg Angst. Mach dir keine Angst, Zack. Ich tue euch nichts. Das ist doch nur für meine Marshmallows. Und jetzt ein bisschen anbraten. Ein bisschen Geduld. Da ist was schiefgegangen. Lass mich das Feuer löschen. Oh Mann. Was für ein weicher Kaugummi. Zu blöd, dass ich nur ein Stück hab. Oh, mein armer Kiefer. Ein ganzer Kaugummiberg. Wow, wow. Ich hab 10 Stück. Das gefällt mir. Lass uns Dinosaurier spielen. Zack, jetzt sei doch ein bisschen erwachsener. Mit Kaugummis soll man nicht spielen. Daraus macht man Blasen. Schon nicht schlecht, aber sicher noch kein Rekord. Mal sehen, was ich daraus machen kann. Sag, du machst uns Angst. Sitzen bleiben? Das ist ein Dinosaurierüberfall. Du meine Güte. Super, und jetzt kann ich das alles probieren. Hoffentlich passt das auch in meinen Mund. Schaut her, ich mache euch gleich die größte Blase aller Zeiten. Du solltest langsam aufhören. Susie, wir müssen ihn retten. Ich habe einen Plan. Hier, kau das. Ah, ich sehe schon. Gleich. Fertig. Zeit, Zack wieder auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Und getroffen. Gut gemacht.
Ich bin voller Kaugummi. Boah, wie eklig. Oh no. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Diesmal sind es Sardinen. Emma, du hast recht. Da ist nichts Gutes dran. Und ich hatte am wenigsten Glück. Wie willst du das nur schaffen? Mir macht ja bereits ein kleiner Fisch Angst. Ich könnte ihn doch einfach wegschmeißen. Das war eine schlechte Idee. Aber okay. Ich nehme mir also deine Portion und du kriegst meine. Oh, wie eklig. Ich würde nicht gerne tauschen. Aber wenn du drauf bestehst, ich mache einfach die Nase zu. Oh, das ist trotzdem eklig. Ich kann mir das gar nicht anschauen. Okay, ich hab's geschafft. Das bedeutet wohl, dass ich jetzt an der Reihe bin. Oh, nein, ich schaff kein Stückchen mehr. Muss doch nicht. Keine Sorge, Susie. Wir bereiten dir einen Fischcocktail zu. Ice Cream! Nur gut, dass wir einen Mixer gleich parat hatten. Oh, wie eklig. Ich kann das nicht trinken. Wirst du aber. Na los. Okay, du lässt mir keine Wahl. Ich hoffe, die überlebt das. Was ist mit ihr? Ich will zu meiner Mama. Aua, meine Ohren. Ein Haufen Cupcakes, wie cool. Meine Portion ist auch nicht viel schlechter. Im Gegensatz zu Susie. Menno. Wenn ihr nichts dagegen habt, dann will ich beginnen. Ständig dringelst du dich vor. Oh, ich bin nicht mehr aufzuhalten. Wieso isst du nur die Creme? Oh. Weil die am besten schmeckt. Dann will ich auch mehr davon haben. Na also. So gefällt mir mein Cupcake viel, viel mehr. Wieso ist mir das nicht eingefallen? Wow! Da muss man eben Fantasie haben. Leute, jetzt bin aber ich an der Reihe. Oh. What? Zack, what? Gib mir meine Cupcakes wieder zurück. Oh. Sonst müssen wir uns rächen. Was habt ihr angerichtet? Wegen euch habe ich nichts probieren können. Komm schon, dein Gesicht ist noch voller Creme. Na, endlich ist das Glück auf meiner Seite. 100 Burger, ist das nicht cool? Oh Mann, ich habe nur einen. Dafür schmeckt er aber fabelhaft. Lecker Schmecker. Das war's aber auch leider schon. Ich kann mir Zeit lassen. Und 10 Burger müssten reichen, um mich satt zu kriegen. Okay, Zeit, sie zu probieren. Emma, du hattest recht, das schmeckt wirklich klasse. Okay, Mission erfüllt. Warst du schnell? Ich bin schockiert. Mal sehen, ob ich es schneller schaffe. Ich sehe schon, sagt dir gefällt's, was? Kannst du es auch was abgeben? Natürlich nicht. Die gehören alle mir. Na gut, du bist selber schuld. Wieso macht ihr mich nass? Hört auf, bitte. Ich gebe euch alles, was ihr wollt.
Wir wussten doch, dass eine kleine Cola-Dusche dir gut tun würde. Oh. Diese sauren Bonbons machen mir irgendwie Angst. Einverstanden, die sehen gruselig aus. Gerade noch mal gut gegangen. Hurra! Ich bin hier am mutigsten. Ich kann das schaffen. Halte durch, Zack. Das war mega sauer, aber ich hab's geschafft. Ich hoffe, ich schaff's auch. Oh, mein Mund explodiert gleich. Ich kann nicht mehr. Bloß nicht ausspucken. Oh, was für ein Schuss. 10 Punkte. Was ist das denn? Ich weiß nicht, aber es gefällt mir. Soll ich drücken oder nicht? Natürlich doch. Emma, was hast du angerichtet? Wow. Haltet doch den Mund, ich habe es selber bereits bereut. Geht alle weg. Hühnerkeulen, voll cool. Da haben wir richtig Glück gehabt. Also ich wäre mir dann nicht so sicher. Aber okay, das ist besser als gar nichts. Also esse ich wenigstens das hier. Lecker. Aber hier fehlen noch Pommes und Cola. Also, ich bin auch damit zufrieden. Das schmeckt himmlisch. Ich kann nicht mehr länger warten. Mach, dass du fertig wirst. Hey, wirf doch nicht mit Knochen um dich herum. Sorry, aber das war so lecker. Ja, das sehen wir. Was schaut ihr mich so komisch an? Wir haben einen Plan. Lass mich in Ruhe. Wir mussten das aber machen. Sorry. Jetzt schrei doch nicht so. Hier hast du ein kleines Keulchen.